Als Messtiefe empfehlen wir im Normalfall 5 mm, aber das kann man variieren. Zum Beispiel, wenn man die Messtiefe so einstellen will, dass es der Tiefe der ersten muskelumhüllenden Fascia profunda entspricht, dann möchte man gerne wissen, wie tief ist das darüberliegende Unterhautbindegewebe. Das würde ich dann messen, indem ich das Unterhautbindegewebe in eine Falte nehme und die Dicke der Falte mit einer Fettmesszange oder mit einem Messschieber bestimme. Wenn ich dann die Hälfte nehme, hätte ich die exakte optimale Messtiefe, um den Widerstand des Gewebes der Fascia profunda darunter zu messen.